Ja, dann erstmal herzlich willkommen hier zum dritten Vortrag in unserer Ringvorlesungsreihe Krise, Protest und Utopie. Heute mit der Veranstaltung mit Uschi Merk und Julia Manek über Vulnerabilität, Resilienz und Widerstand aus einer globalen Perspektive. Wir sind sehr gespannt und freuen uns, dass die beiden heute unsere Referierenden sind. Hey, ja, vielen Dank, Markus. Also vielen Dank auch für die Einladung. Ich würde jetzt für uns mal den Anfang machen und darf Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Vortrag Vulnerabilität, Resilienz und Widerstand, eine globale Perspektive für Medico. Was wir mit euch und Ihnen unternehmen wollen, ist, wir wollen heute anknüpfen an die gesellschaftspolitischen Entwicklungen rund um das Konzept der Resilienz, das in den 2010er Jahren einen rasanten Aufstieg erfahren hat. Und viele Namen, viele Gesichter, die ich sehe, sind ja auch mit Medico schon sehr gut vertraut. Das heißt, eigentlich ist das dann gar nichts Neues für euch mehr, aber vielleicht ja doch trotzdem auch nochmal interessant, eine Wiederholung zu erfahren. In jedem Falle werden wir, und das ist neu, die Idee der Resilienz dann eben auch nochmal im Licht der Pandemie betrachten und aber auch darauf hinaus wollen, dass nämlich wirklich neu eigentlich was anderes ist, und ich nehme es jetzt schon mal von weg, nämlich die abrupte und auch weltweite Erfahrung von Vulnerabilität. Anknüpfend an Judith Butlers These der intrinsischen Verknüpfung von Vulnerabilität einerseits und Widerstand andererseits, werden wir dann quasi in oszillierende Bewegungen zwischen diesen einzelnen Konzepten eintreten, weil gleichzeitig muss natürlich klar sein, dass wir im Globalen zwar gewissermaßen im gleichen Ozean sitzen, aber natürlich keinesfalls im gleichen pandemischen Boot. Und ja, das nekropolitische Regieren postkolonialer Subjekte, wie Bembe es formuliert, wird natürlich auch in der Pandemie keinesfalls gebrochen, sogar verschlimmert. Genau, somit möchten wir auch die Idee von Widerstand unter oft unsichtbar gemachten Aspekten beleuchten. So viele Menschen im globalen Süden leisten ja quasi schon beim morgendlichen Aufstehen Widerstand, und jetzt in der Pandemie zuallererst gegen den Hunger, der im ja eigentlich lebenssichernden Lockdown oftmals auch zur Lebensbedrohung wird. Uschi Merk wird mit Ihnen und mit euch dann die Perspektive der Medico-PartnerInnen aus Südafrika teilen. Und Sie, das hätte Markus auch schon gesagt, bewegen sich in einem Feld von Widerstand und Vulnerabilität, das zumindest mich als jetzt auch neue Kollegin bei Medico immer wieder sprachlos macht. Und was wir vorhaben, ist natürlich in medikoscher Manier auch nicht ganz linear, so wie Markus schon sagte, zwischen Krise und Protest mindestens und vielleicht auch mal der Utopie entgegenzublicken. Ja, sie euch mitnehmen in Bewegungen zwischen Theorie und Praxis, zwischen hier und dort, zwischen Norden und Süden. Genau, Resilienz. Und ich höre so ein Rauschen. Ist es für Sie und euch alle in Ordnung ansonsten mit dem Ton? Falls nicht, dann bitte Bescheid sagen. Gut, ja, Resilienz wurde ja unlängst zum schillernden Begriff, etymologisch von resiliere, also zurückspringen, abgeleitet. Hat sich Resilienz in der Materialforschung ursprünglich eben auf die Eigenschaft eines Materials bezogen, die dafür sorgt, dass unter Belastung sich das Material zwar verformt, aber eben nicht bricht und danach wieder in die ursprüngliche Ausgangsposition zurückschnellt. Und zunehmend bezog der Begriff dann auch Anklänge, Anleihen aus der Ökologie und dann auch aus der Ökonomie. Und zog letztendlich in die Psychologie ein. Das sehen wir quasi einmal auf der linken Seite als ökonomisches Management-Tool, in dem Resilienz dann quasi die elastische Variante und der Parameter ist, der dafür sorgt, dass sich der auch mit Risiko beladene Kreis wieder schließen kann. Und die psychologische Perspektive postuliert natürlich, dass menschliche Subjekte eben dann als resilient gelten, wenn sie sich trotz widrigster Lebensumstände trotzdem positiv und gesund entwickeln. Das heißt, psychologische Resilienz wurde damit zu einer Eigenschaft des Individuums gemacht, die es davor schützt, psychisch vulnerabel zu sein, selbst dann, wenn diesem Subjekt der Zugang zu sämtlichen Sicherungssystemen entrissen oder verwehrt wurde. Und eingebettet, das sieht man auch jetzt auf der Folie,
war dieser Diskurs eben auch in Krisen- und Kriegsdiskurse. Und da wurde vor allen Dingen eins sichtbar, dass Resilienzprogramme eigentlich das Eingeständnis war, den Schrecken der Welt nicht mehr verändern zu können oder zu wollen. Und stattdessen ist dann den Menschen zu überlassen, sich für die diversen Krisen fit zu machen. Und Thomas Gebauer und Uschi Merk zeigten immer wieder auf, wie der boomende Diskurs um Resilienz denn die Aufkündigung eigentlich des grundlegenden Gesellschaftsvertrages markierte und zusammenfiel mit dem staatlichen Rückzug aus der Verantwortung für die Herstellung von sicheren und menschenwürdigen Lebensbedingungen. Und um Schutz und Widerständigkeit sollte sich dann eben selbst gekümmert werden. Und besonders offenbar wurde das natürlich in der EZ, also der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit, als Mitarbeiterin einer Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, die mit Projektpartnern in vielen Ländern, 30 Ländern des Südens über viele Jahre verbunden ist, wurde natürlich täglich erfahren, was diese Entwicklung damals und auch heute für die subjektive Lebensrealität von Menschen bedeutete, nämlich eine Normalisierung der Krisenverhältnisse. Und diese Auswirkungen von Katastrophen und Gewalt wurden vorher vor allen Dingen mit dem Begriff des Traumas diskutiert und dann vor allen Dingen danach gesucht, Traumatherapie oder psychosoziale Hilfen anzubieten. Und mit der Verschiebung auf den Resilienzdiskurs ging es dann zunehmend darum zu gehen, Menschen eben nicht mehr als vulnerable Opfer zu beschreiben, sondern als resiliente Überlebende, die sich selbst dann erholen und mit dem Leben weitermachen, ganz so, als wäre nichts geschehen. Ich höre gerade so total lautes Rauschen, es irritiert mich auch ein bisschen. Liegt es an mir oder liegt es noch an irgendwas anderem? Genau, vielleicht können wir alle Teilnehmerinnen noch mal schauen, dass sie sich stumm schalten. Ah, jetzt ist es, glaube ich, weg. Super, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich wusste dann immer nicht, ob es von mir kam oder eben nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, Menschen werden von auch Opfer sein dürfen, den quasi vulnerablen, auf jeden Fall schützenswerten Subjekten dann eben quasi zu den resilienten Überlebenden. Und in der Survival Economy steht dann eben Resilienz das Allheilmittel quasi als alleiniger Schutz vor massiven anhaltenden Gewalt- und Ausbeutungsverhältnissen zu sein, ohne aber eben die Grundlage dieser Verhältnisse herauszufordern und einzugreifen. Während dann aber Unsicherheit, Gewalt und Katastrophen weiter und weiter und weltweit anstiegen, hat das neoliberalisierte Wirtschaftssystem dann auch den letzten Winkel von Gesellschaft und Natur durchdrungen. Auch eben die menschliche Subjektivität, die dann ultimativ marktwirtschaftlichen Interessen unterworfen wurde. Und das ist das, was vor allen Dingen auch jenseits der EZ, nämlich in den Metropolen dieser Welt stattfand, nämlich das resilienzreißenden Absatz fand und verwoben eben in die Ideologie, die neoliberale Ideologie der Selbstoptimierung. Also es gab Publikationen wie Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft, Resilienz. Und dieses Geheimnis der Widerstandskraft war natürlich, dass es galt, sie zu optimieren, um ein im besten Falle noch erfolgreicheres unternehmerisches Subjekt zu werden und sich eben an die zurichtenden Verhältnisse anzupassen, quasi frei nach dem Motto, wer sich zurichten lässt, ist selber schuld. Jetzt aber stehen wir ja an einem anderen Punkt. Uta Ruppert sagte neulich, mich kurz schockiert hat tatsächlich, es ist ja lange nicht mehr 5 vor 12, sondern eigentlich haben wir 5 nach 12. Und damit hat sie natürlich recht, aber mich hat es kurz erschreckt. Und trotzdem fragt man sich natürlich, okay, 5 nach 12, was ist denn jetzt mit diesem Credo fit für die Katastrophe in der Pandemie? Weil eigentlich sind wir jetzt ja vielleicht mitten in der Katastrophe, Fragezeichen. Und gipfelt denn jetzt eigentlich die Zuspitzung dieses Credos im Survival of the Fittest, dass man ja doch auch bei einigen sozialdarwinistischen Apologeten auch hört? Was ist also mit der Idee der Resilienz passiert? Und wir haben dann bei längerem Nachdenken festgestellt, dass erstmal eigentlich gar nichts mehr mit Resilienz passiert ist, sondern zumindest quasi im Norden wird gerade eigentlich von niemandem mehr erwartet, wirklich resilient zu sein, zumindest nicht ausdrücklich explizit. Weil, na klar, es steht außer Frage, dass, das merken wir alle, die Gewährleistung der sozialen Reproduktion unter den pandemischen Bedingungen eben für alle emotional
materiell und so weiter herausfordernd ist. Und das natürlich im Lockdown spürbar ist, was die Veränderungen der Lebens- und Gesellschaftsrealität dann auch für die eigene Psyche bedeutet. Es hat dann einige Studien gegeben, unter anderem die groß angelegte Narko-Gesundheitsstudie zu eigentlich Beginn der Pandemie, wo natürlich statistisch das deutlich war, was eigentlich bereits augenscheinlich valide ist, nämlich dass es signifikante Anstiege von Angst- und Belastungsreaktionen gab, die berichtet wurden, und auch schwere klinische Depressionen stiegen an. Und Andrea Weber, die ich jetzt zitieren möchte, und ich freue mich sehr, dass du auch da bist, Andrea, ich hoffe, ich zitiere dich richtig, sag Bescheid, falls nicht. Genau, Andrea Weber berichtete uns aus ihrer psychotherapeutischen Praxis, wie die Kontaktbeschränkungen natürlich auch zu Belastungen, zu Einsamkeitsgefühlen führt, wie soziale Supportstrukturen wanken. Und sie beschrieb auch, dass in der Pandemie auch das autoritäre Syndrom zutage gefördert wird, was wir auf der Straße auch häufig erleben, nämlich als geringe Ambiguitäts- und Ambivalenztoleranz, auch wenig Toleranz für eigene nicht konforme Wünsche und wenig Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, mit Schwierigkeiten zurechtzukommen. Und das alles wird natürlich sehr offenbar. Und gleichzeitig besteht natürlich auch die implizite Anforderung, alleine im Lockdown klarzukommen. Es herrscht also ein komisches Kontinuum zwischen pandemischer Fatigue und Lethargie. Und gleichzeitig ist klar, wie sich Affektpolitiken eben schon seit Pandemiebeginn eigentlich in vielerlei Hinsicht entladen, wie sich Wut artikuliert und wie auch neue Formen der Subjektivierung entstehen, die sich vor allen Dingen auf den Erhalt des Lebens fokussieren und dabei aber dann jegliche Ambiguitätstoleranz hinsichtlich der Rechte auf das gute Leben oder auf eben ein würdiges Leben, auf mentale Gesundheit entbehren. Da sind wir quasi mittendrin in dieser Diskussion um das bloße Leben versus Menschenrechte und grundlegende Rechte. Und was vor allen Dingen eben feststellbar ist, dass es sehr wenig Toleranz gibt, um Widersprüche oder Gleichzeitigkeiten darin auszuhandeln. Was auch deutlich wird, ist natürlich, dass der Staat sich wieder fester in den Sattel gesetzt hat. Statt eigentlich des neoliberalen Rückzugs aus der politischen Sphäre ist der Souverän quasi zurück und schnürt Maßnahmenpakete. Und dabei geht es dann auf der politischen Ebene zumindest vordergründig und in erster Linie um den Erhalt des Lebens. Von Resilienz spricht aber zumindest jetzt gerade niemand mehr. Was uns auch aufgefallen ist, ist, dass auch im Kontext der Migration Resilienz, und das ist jetzt sehr zynisch, sarkastisch, nicht mehr benötigt wird. An den europäischen Außengrenzen, in den Lagern, wird die Ideologie der Resilienz nicht mehr benötigt, um die sozialen anderen zu konstruieren. Emmanuel Bolela, der Gründer von ACOM, einer von Medico unterstützten Selbstorganisation kongolesischer Migrantinnen in Marokko, schreibt, sie sterben vor den Toren Europas unter den passiven und mitschuldigen Blicken der europäischen Regierung. Man hat sich an ihr Sterben gewöhnt. Es ruft keine Emotionen mehr hervor. Bei mir tut es das jetzt trotzdem, aber was er natürlich meint, damit ist, dass das Sterben lassen kein Imperativ der Hilfe mehr birgt, sondern eigentlich das perpetuierte Trauma ausgehalten wird, eigentlich sich normalisiert hat und weder Resilienz noch Hilfe mehr gebraucht werden. Was wir jetzt sagen wollten als zentrales Argument ist, dass was wirklich neu ist und durch die Pandemie aufgeworfen, dass die neue Normalität der Pandemie eben gezeigt hat, dass ausnehmend alle vulnerabel sind. Vulnerabel, kurzer Exkurs, kommt lateinisch vom Begriff vulnus, Wunde. Und die klassische Definition von Vulnerabilität ist somit potenziellen psychischen oder physischen Verletzungen gegenüber schutzlos zu sein. Und ganz, ganz zu Beginn der Pandemie, wie Alex Demirovic damals beschrieben hat, brach eben die biopolitische Herrschaft zumindest temporär zusammen. Und jetzt, also man wusste nichts über das Virus, theoretisch könnte es gegen
ja, jede Person tödlich sein. Es war nicht klar, wie Verläufe waren, wer welche Folgeerscheinungen haben würde und, und. Und jetzt aber langsam eben in der Wiedergewinnung der Metrisierungsfähigkeit, der scheinbaren Macht über die Voraussagbarkeit von Infektionsraten, von Mortalitätsrisiken, wirkt die Pandemie eben noch mal mehr als Brennglas, in der Ungerechtigkeiten verschärft werden, wie wir das jetzt gerade im Impfstoffprotektionismus sehen. Gleichzeitig wird auch klar, dass sich zu dieser unmittelbaren körperlichen Bedrohung eine noch ungleich größere Bedrohung hinzugesellt hat, sehr offensichtlich. Und langsam stellen wir fest, dass es vielen auch hier dämmert, dass sowohl neoliberale Entrechtung als auch Klimawandel genauso wenig vor den europäischen Grenzen Halt machen, wie es das Coronavirus tagt. Das heißt, eigentlich bringt die Pandemie und alles, was sie so mit sich bringt, die Verdrängung der Sterblichkeit, die und die durch sie ermöglichte patriarchale Allmachtsfantasie der Unsterblichkeit ins Wanken, die, so Rita Segato, maßgeblich ist für moderne patriarchale Subjektkonstitutionen. Und Rita Segato unterstrich auf der Tagung Rekonstruktion der Welt, dass es eben das Virus unmöglich macht, die Leugnung so der eigenen Vulnerabilität aufrechtzuerhalten. Und damit spüren natürlich eben auch Menschen im sicheren Europa, dass ihre Lebensgrundlagen, insbesondere eben der eigene Körper, zerbrechlich sind. Und zurückgeworfen auf die Gefährdung des Überlebens wird auch klar, dass natürlich einerseits quasi das Heil in der physischen Distanz, in der Körperlosigkeit gesucht wird, die aber dann auch wieder in die digitale Welt verlegt wird und dass die Möglichkeit eines Ausreißens in das körperlose Sein und trotzdem quasi den Erhalt von Allmachtsfantasien sein kann. Wie lange aber wird es dann eigentlich noch dauern, bis quasi dieser Epochenbruch, der ja ein wahrhaftiger ist, bis der nicht nur tröpfchenweise als quasi unkoordiniertes Ablassen von Druck aus Ventilen, wie beispielsweise jetzt in den Alles-Dicht-Machen-Videos eigentlich anerkannt wird in seiner Ultimativität, weil klar ist, dass die sogenannte alte Normalität natürlich unerreichbar schon hinter uns liegt und alle sich fragen, wie denn diese Normalität überhaupt, die neue, jemals aussehen wird. Es ist natürlich klar, dass auch schon diese alte Normalität, von der immer gesprochen wird, von intersektionalen Gewaltformen durchzogen war und dass im postkolonialen Kapitalismus natürlich den Kolonialisierten immer schon Zugang zu emotionalen, zu sozialen, juristischen und materiellen Sicherungssystemen verwehrt wurde. Diese diversen, wir nennen es Zurichtungen, sind Teil der nekropolitischen Herrschaft über das Leben als Betonung der Formen der Macht, sterben zu lassen, anstatt dann Leben zu machen und die menschliche Subjekte, Körper, Subjektivität eigentlich in dem Limbo der Vulnerabilisierung immobilisiert. Und insofern wenden wir uns nochmal der EZ zu, denn es ist wenig verwunderlich, dass auch Vulnerabilität dort eigentlich als Messinstrument zur biopolitischen Vermessung des Lebens und auch zur Planung humanitärer Interventionen angetroffen werden kann. Das kennen ja alle, also dass in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit oder ja natürlich auch in den Medien dann von den besonders vulnerablen Personen bzw. Gruppen gesprochen wird. Meistens sind damit Frauen, Kinder, queere Personen gemeint oder aber eine Person, die all diese Kategorien verkörpert. Und ich würde jetzt gerne nochmal eine Folie mit Ihnen teilen. Ich hoffe, das ist sie. Bitte schreien, falls es nicht ist. Genau, wir sehen hier das Vulnerability Assessment Framework, das unter anderem vom UNHCR genutzt und propagiert wird. Die Frage, how does it work? Es geht da vor allen Dingen auch um eine, das hatten wir schon gesagt, Metrisierung, Vermessbarkeit von Leid und Lebensbedingungen und eigentlich dem Rechtsanspruch nach einem sicheren Leben, könnte man sagen. Gemessen wird aber Bedürftigkeit
Und zwar in dem Fall personenweise. Wir haben hier den Fall geschildert bekommen einer 38 Jahre alten syrischen Witwe, die 4 Kinder hat. Und wir sehen einen Sample Case Snapshot, in der auf verschiedenen Dimensionen ihre spezifische Vulnerabilität gemessen wird. Und natürlich wird klar, wenn eben von vulnerablen Gruppen gesprochen wird, dann geht es um eigentlich einen paternalistischen Imperativ der Aufforderung an die Hilfsindustrie, das Leid der Vulnerabilisierten mit humanitärer Hilfe zu bedenken, anstatt sie als Rechtssubjekte anzuerkennen. Und in dem Fall wird eben Vulnerabilität vermessen. Es ist klar, das Label Vulnerabilität bleibt an der Person hängen. Eigentlich sollte aber andersrum klar sein, dass es das Leben beispielsweise in einem Flüchtlingscamp ist, mit dem die Vulnerabilität, die materielle, soziale, juristische, physische, psychische Vulnerabilität einhergeht und dass es keine Konstante ist, die an die Person oder an die Gruppenzugehörigkeit gebunden ist. Und insbesondere hier hatte vor allen Dingen Usche Merk nochmal sehr klar gemacht, dass das, was jetzt erlebt wird quasi in der Praxis der EZ, das nicht unbedingt dafür sorgt, dass Menschen, wie man ja meinen könnte, gerechtere Zugänge zu Hilfe bekommen, sondern vor allen Dingen auch, dass ein Aussieben passiert und eine quasi Stigmatisierung, dass das Leid der einen gegen das Leid der anderen ausgespielt wird und dadurch Menschen zurückgelassen werden, die quasi weniger Punkte auf der Vulnerabilitätsskala haben. Genau. Das heißt, als Ideologie sehen wir, Vulnerabilität wird an Gruppen und an Einzelpersonen geknüpft. Und unsere, der Claim, und das ist ja nicht allein unsere, ist natürlich aber, hatte ich schon gesagt, dass alle Menschen vulnerabel sind und dass wir das in der Pandemie dick aus Brot geschmiert bekommen haben. Wenn jetzt aber Vulnerabilität einen universellen Anspruch reklamieren kann, das hatten wir relativ frech gefragt in der Einladung, bedeutet das denn, dass Vulnerabilität jetzt eigentlich die menschliche Sollbruchstelle ist, nämlich dass die Sollbruchstelle ist, die Widerstand verhindert, die dafür sorgt, dass man eben doch sich wieder resilient selbst optimiert und mit den Verhältnissen arrangiert. Und wir folgen Judith Butler und drehen den Spieß um und möchten in diesem Vortrag vor allen Dingen uns darauf fokussieren, dass die Leugnung von Vulnerabilität das wäre, was Widerstand verhindert und dass, obwohl es kontraintuitiv scheint, Vulnerabilität thematisieren, auch Widerstand thematisieren heißt. Was wir damit auch wollen, ist, dass wir die Idee von dem, was Widerstand denn eigentlich alles sein kann, gerne diversifizieren möchten und ein breiteres Verständnis dessen, quasi was auch so die Anerkennung als Widerstandspraxen betrifft. Genau, wie gesagt, wir folgen in dieser Theorie Judith Butler, die sich eben explizit gegen diese konventionelle Definition von Vulnerabilität als bloße Verletzlichkeit wendet und stattdessen den relationalen Charakter von Vulnerabilität betont als abhängig sein. Also sie sagt ganz klar, kein menschlicher Körper, kein menschliches Subjekt könnte eigentlich ohne die materielle und soziale Welt, die uns umgibt, ohne Fürsorgesysteme und Netzwerke überhaupt überleben. Natürlich klar, wenn man sich jetzt ein menschliches Baby angucken würde, kein kleines Kind könnte alt werden, wenn es das nicht gibt. Aber auch als Erwachsene sind wir ohne diese Strukturen nicht überlebensfähig. Und sie sagt auch gleichzeitig, dass mit dieser Abhängigkeit eine affektive Offenheit einhergeht. Das heißt, egal ob man will oder nicht, Vulnerabilität ist ja vielleicht nichts, was man toll findet, aber egal ob man will oder nicht, eigentlich können alle potenziell betroffen sein und gleichzeitig kann aber auch jede selbst betreffen. Und mit diesen Überlegungen leitet Butler dann den Turn ein, quasi weg von Vulnerabilität als etwas, was unpolitisch sei, was handlungsunfähig mache und hin zu ihrem zentralen Argument, dass, wie gesagt, Vulnerabilität und Widerstand intrinsisch verknüpft sind. Und wir würden da jetzt, oder ich würde da jetzt ein paar Beispiele durchdenken,
nämlich einmal, dass Vulnerabilität ein Dreh- und Angelpunkt für zivilen Ungehorsam ist. Und das wird ja schnell sichtbar. AktivistInnen ketten sich an Gleise, hängen ihr Leben an Seile, wie jetzt beispielsweise in der Waldbesetzung im Danuber Forst, auf dem Menschen, ja, Klettererinnen sich quasi in die Bäume begeben haben, um die vor der Rodung zu schützen. Menschen setzen sich auf Blockaden und meistens tun sie das in dem Wissen, dass sie dort körperlicher Gewalt durch die Polizei ausgesetzt sein werden. Das heißt, es ist eigentlich dieser Akt der Menschlichkeit und Verletzlichkeit auch, die einerseits hochpolitisch ist und natürlich aber auch quasi andererseits die moralische Überlegenheit eben darin findet, dass die eigene Vulnerabilität an vorderster Front steht. Und zweitens kann Vulnerabilität natürlich auch zu einer Grundlage für politische Mobilisierung werden, nämlich dann, wenn die eigene Vulnerabilität wieder den gesellschaftspolitischen, umweltzerstörerischen und so weiter Verhältnissen deutlich wird, dann organisieren sich Menschen, politisieren sich Menschen, fordern ihre Rechte ein, ihre Würde ein oder aber auch zurück. Im globalen Süden ist dies schon seit jeher der Fall. Und selbst in extremsten Gewalt- und Ausbeutungsverhältnissen entstehen immer wieder teils auch militante, also ganz, ganz offensichtliche, widerständige Aufstände gegen diese Form der Zurichtung. Und es ist trotzdem auch wichtig, den Begriff, den erstmals James Scott quasi formuliert hat, den Begriff, die Idee des verdeckten Widerstands in den Blick zu nehmen. Und mit dem verdeckten Widerstand gerät natürlich auch in den Blick, dass absichtlich verdeckt wird, da sich Subjekte ihrer Vulnerabilität bewusst sind und Unsichtbarkeit eben folgerichtig dann einen Schutz gegen Repression darstellt. Wir möchten auch von verdeckten Widerstand sprechen, weil wir damit Anerkennung als Widerstand eben nicht nur den sozialen Kämpfen gegenüberbringen wollen, die strategisch Öffentlichkeit herstellen, denn nicht alle können oder wollen sich das leisten. Das heißt, mit diesem Nexus, Vulnerabilität, Widerstand, sollte auch scheinbar unsichtbarer Widerstand anerkannt werden, beispielsweise die Menschen im globalen Süden beim Aufstehen Widerstand leisten in der Aufrechterhaltung der beispielsweise eigenen mentalen Gesundheit, wo das dann gleichzeitig auch mentale Selbstverteidigung ist. Wenn Menschen nämlich unter den Bedingungen und Zurichtungen, die eigentlich angesichts des Unnormalen entstehen, und mit Unnormal meinen wir das, was sich eigentlich normalisiert hat, trotzdem meinen wir mit Unnormal natürlich die Menschenverachtenden, die kapitalistischen Zerstörungen von Natur, von Menschenleben. Und wenn diese Erfahrungen psychische Belastungsreaktionen hervorrufen, dann ist das nicht nur pathologisch, sondern auch eine normale Reaktion auf den Wahnsinn der Verhältnisse. Psychische Symptome sind dann eben nicht nur Symptome der Einzelpersonen, sondern sind auch Symptome der Gesellschaft und der Verhältnisse, in denen wir leben. Sie sind nicht nur privat, sondern sie sind auch sozial und sie sind auch politisch. Und angesichts der Lethargie und der Fragmentierung, die wir gerade in der Pandemie erleben, möchten wir unterstreichen, dass auch das sich nicht vereinzeln lassen innerhalb eines neoliberalen Systems, das kollektive Sicherungssysteme sukzessive vernichtet oder als widerständig betrachtet werden können oder eben auch politische Praxen, die dieser lethargischen Starre und auch pandemischen Langeweile etwas anderes entgegenzustellen wissen als bloße Affektpolitik. Und genau, damit, Usche, möchte ich gerne das Wort an dich übergeben und an Einblicke in die Kämpfe von Partnerinnen zwischen Vulnerabilität und Widerstand. Ja, vielen Dank, Jule. Es wäre natürlich viel, viel schöner, wenn wir jetzt in einem Raum wären. Ich würde Sie alle sehen und könnte Ihnen in die Augen schauen und Sie könnten mich sehen und wir könnten die Präsentation live und vor Ort und an der Wand machen, weil es einfach eine andere Art von Dialog und andere Art von Auseinandersetzung ist. Aber wir versuchen es möglichst gut zu machen. Was ich gesagt habe, zunächst einfach ein bisschen Hintergrund Südafrika, um so ein kleines Bild zu haben. Was heißt es eigentlich,
Wer ist dort vulnerabel? Was hat die Pandemie mit diesem Land gemacht? Die offiziellen Zahlen sind, es gibt 54.000 Corona-Tote bis letzte Woche, aber wenn man sich die Übersterblichkeitszahlen anguckt, dann ist es dreimal so viel, 150.000 zwischen Mai 2020 und März 2021. Das heißt, das sind vielleicht nicht nur Menschen, die an Corona gestorben sind, sondern auch an den Folgen der Pandemiebekämpfung. Es gibt ein extrem ungleiches Gesundheitssystem. Nur 14% der Südafrikaner sind privat versichert. Alle anderen sind auf das schlecht ausgestattete öffentliche System angewiesen. Nach Studien hat sich herausgestellt, dass in armen Vierteln die Covid-Sterberate doppelt so hoch ist wie in reichen. Und in einer Antikörperstudie des National Blood Service stellte sich heraus, dass schwarze Blutspender 5-mal so viele Antikörper aufwiesen wie weiße Blutspender. Arme Frauen erlitten durch die Pandemie die stärksten sozioökonomischen und gesundheitlichen Einbußen und waren gleichzeitig am meisten mit zusätzlicher Kinderbetreuung, Krankenpflege und Überlebenskämpfen belastet. Ökonomisch sieht es so aus, dass allein zwischen Februar und April 2020 3 Millionen Jobs verloren gingen. Und die Wahrscheinlichkeit, den Job als Geringverdiener zu verlieren, war 8-mal höher. In diesem Kontext hat Hunger wirklich signifikant zugenommen. Und Südafrika gehörte in der Vergangenheit nicht zu den Ländern, die akute Hungerkrisen hatte. Unterernährung schon, aber nicht akute Hungerkrisen. Das hat sich verändert. Die Ungleichheit, die extreme Ungleichheit in Südafrika, die es auch vorher schon gab, 10% der Südafrikaner besitzen 86% des nationalen Wohlstands. Dieses Verhältnis hat sich verschärft. Und nicht zuletzt, Südafrika hat eine der höchsten Vergewaltigungsraten der Welt und im vergangenen Jahr sind auch diese Fälle noch um 2% auf 53.000 im Jahr angestiegen. Ich will ganz kurz 3 Folien zeigen von einer Kollegin, von einer Projektpartnerin, die noch mal ein bisschen zusammenfasst, wie war eigentlich die Politik und welche Auswirkungen hat es in Südafrika. Die politischen Reaktionen auf die Pandemie waren eine starke Zunahme an autoritären Verhalten des Staates. Wurde mit Polizei und Militär sind durch die Straßen patrouilliert, um den Lockdown, einer der strengsten Lockdowns der Welt, zu überwachen. Menschenrechtsverletzungen in dieser Zeit wurden meistens straffrei, sind nicht verfolgt worden. Es gab große Skandale mit Korruption in Bezug auf Masken und Schutzkleidung und anderen pandemischen Produkten, an denen sich die Elite weiter bereichert hat. Was ich sagte, es gab wirklich eine massive Hungerkrise. Eine kleine Essensration, die ausgegeben wurde, da entstanden riesige Schlangen. Denn auch die Schulspeisung wurde zurückgenommen. Der ganze informelle Handel, der Straßenhandel hat alles geschlossen, sodass die Menschen unmittelbar nichts zu essen hatten und auch keine großen Vorräte. Die Familien wurden in sehr engen, überfüllten Orten eingesperrt, mehr oder weniger, und daraus entstand sehr viel Konflikt, auch Gewalt, auch Missbrauch und Vergewaltigungen. Und für die Kinder und Schüler, die auch nicht in der Schule waren, war das keine Rede von irgendwelchen Distanz- oder digitalen Lernformen. Unsere Partnerorganisationen haben auch sehr viele psychosoziale Auswirkungen beobachtet. Massiver Anstieg an Ängsten, insbesondere rund um das Essen, um der Hunger. Also Hunger hat sozusagen die größte Angst ausgelöst, aber auch Angst vor Zwangsräumung, vor Gewalt. Alte traumatische Erinnerungen wurden reaktiviert. Viele Leute zeigten sich sehr depressiv, verloren Hoffnung, äußerten suizidale, aber auch aggressive Impulse.
und insbesondere ein Zugang zu Unterstützungsstrukturen, der bisher die Menschen notdürftig durch das Leben gebracht hat, wie Großfamilien, Kirchen, psychosoziale Unterstützungsdienste, waren unterbrochen. Und es gab auch sehr viele Beobachtungen in Bezug auf Entwicklungsprobleme bei Kindern. Ich lasse das jetzt hier aus. Ich will jetzt gehen, was heißt das eigentlich für die Menschen in den Communities, insbesondere für die Community Health Worker? Ja, bei Medico unterstützen wir die Selbstorganisationsprozesse der Community Health Worker schon seit mehreren Jahren inzwischen. Das sind vielleicht ganz kurz etwas zu den Community Health Workern. Das sind Frauen aus den marginalisierten Communities, die angelernt werden, als Gesundheitsarbeiterinnen zu arbeiten, die von Haus zu Haus gehen, die die Gesundheitsprävention, Vorsorge, aber auch die Medikamentenüberwachung, zum Beispiel bei HIV/AIDS, übernehmen und die in viel sozusagen auf vielfältigste Weise die Brücke zwischen der Community und den Kliniken darstellen. Inzwischen gibt es um die 50.000 Community Health Worker in Südafrika, die haben sich insbesondere im Kontext der HIV/AIDS-Krise hat sich das entwickelt. Und leider ist es so, dass die meisten von ihnen, obwohl sie seit Jahren jeden Tag, 5 Tage die Woche sozusagen hauptberuflich diese Tätigkeit machen, dass als immer noch als sogenannte freiwillige Volunteers betrachtet werden, die mit kurzfristigen Verträgen werden. Auf diesem Hintergrund hat sich eine große Selbstorganisationsbewegung entstanden, um bessere Arbeitsbedingungen einzuklagen. In der Pandemie wurden die Community Health Workers sind einer doppelten Zynismus ausgesetzt worden. Auf der einen Seite wurden sie vom Staatspräsident als Front Soldier in die Communities geschickt, dass sie diejenigen sind, die von Haus zu Haus gehen, die die Covid-Aufklärung machen, identifizieren, ob es Infizierte gibt, sie in Quarantänezentren oder zu Testzentren zu vermitteln. Und gleichzeitig wurden die Community Health Worker selber überhaupt nicht geschützt. Am Anfang gab es noch gar keine Masken oder wenn nur ganz einfache Stoffmasken. Es dauerte zum Teil Monate, bis die einigermaßen mit Masken und Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung ausgerüstet waren, weil es einfach hieß, ja, es gibt kein Schutzmaterial und das brauchen wir für die Ärzte und die Krankenschwestern und das sei nicht so gefährlich. Und zum Zweiten sind die Community Health Worker, weil es zu 99% Frauen sind, arme, schwarze Frauen in den marginalisierten Communities, auch auf vielfältigste Weise als Frauen von der Pandemie betroffen. Zum einen, dass sie natürlich viele sind alleinerziehend, sich um ihre Kinder kümmern müssen, auch die nicht in die Schule gehen, die keine Schulspeisung haben, die Ernährung sicherstellen, selbst sich in die Schlange stellen müssen vor den überfüllten Kliniken, um irgendwelche Gesundheitsversorgung zu bekommen. Aber auch, indem sie von Haus zu Haus gehen, sind sie den Aggressionen der Community-Bewohner und der Gewalt ausgesetzt, die durch den Lockdown extrem angespannt waren und zum Teil die Community Health Worker verjagt haben, weil sie nicht sehen wollten. Aus dieser Situation der wirklich extremen Vulnerabilität entstand zunächst in der Pandemie spontan Widerstand als Care. Es gab sozusagen die Community Health Worker, die Selbstorganisation selbst haben gesagt, wir machen das nicht, wir gehen nicht ungeschützt in die Communities, wir brauchen Masken, wir brauchen irgendwelche Handschuhe. Es wurde überall, auch die NGOs, die sie unterstützen, haben mobilisiert. Zum einen haben sie Proteste organisiert vor den Ministerien und vor den zuständigen Kliniken, um auch Schutzkleidung für die Health Worker einzufordern.
Zum anderen haben sie einfach selber Masken und Ausstattung organisiert und zum Teil auch mit Mitteln von Medico, die wir irgendwie kurzfristig zur Verfügung gestellt haben, und haben versucht, die Sachen an die Care-Worker zu verteilen. Und das andere war, dass es eben sehr wichtig war, einfach sofort kollektive Netze, Kommunikationsstrukturen, WhatsApp-Gruppen und so weiter aufzubauen, um der Isolation und der Erfahrung Erfahrung der Ausbeutung als Einzelne entgegenzutreten. Schon im ersten Monat der Pandemie hat sich die C19 People's Coalition gegründet, die insbesondere darauf fokussiert hat, sich als ein zivilgesellschaftliches Bündnis, das sich für eine gerechte Reaktion auf die Covid-Pandemie einsetzt. Inzwischen gehören da über 300 Organisationen dazu, die sich in verschiedenen Arbeitsgruppen und Kampagnen und Unterstützungsstrukturen organisiert haben. Und das ist eines der ersten Dinge, die sie gemacht haben, außer auch Schutzausrüstung für die Community Health Worker mit zu organisieren, war zum Beispiel Schutz, so eine Rechtsberatung, so eine Hotline einzurichten, wenn es Menschenrechtsverletzungen gibt während des Lockdowns, wenn es irgendwelche Verfolgungen, Repressionsmaßnahmen gibt. Es wurden sofort auf die Schnelle Plakate produziert, Informationsmaterial gegen Repression, was zu tun ist, wo man die Abuses, die Missbrauch dokumentieren kann, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Es gab rechtsanwältliche Netzwerke, die dann die Meldungen unterstützt haben. Und es gab gleich einen Versuch, sozusagen auch unter Coronavirus-Bedingungen, Lockdown-Bedingungen in den Communities zu organisieren, Straßenkomitees-weise die Leute zu vernetzen, und sei es nur digital und sei es, dass einzelne Leute, auch die Community-Health-Worker, die von Haus zu Haus gehen, dass sie Informationen weitertragen. Die haben dann zum Beispiel, gab ausführliche Fortbildungen, Infomaterialien und so weiter. Das ist eine Zusammenstellung hier, um sowas wie Community Mapping zu machen, also Karten der Communities herzustellen, wo welche Ressourcen sind, wo etwas stattfindet, und diese Mappings dann auch über die Handystrukturen weiter zu verbreiten, um sich zu vernetzen, auch unter Lockdown-Bedingungen, um nicht allein zu sein. Und durch diese Mobilisierung auch der NGOs und der zivilgesellschaftlichen Gruppen über die Community Health Worker hinaus war es ihnen auch möglich, sich ihre eigenen Selbstorganisationsaktivitäten wieder aufzunehmen unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Auch sie, wenn sie kommunizieren wollten, brauchten sie auch Unterstützung für Telefonkarten, Einheiten, Computer, Laptop etc. Das Perfide der südafrikanischen Politik in der Pandemie ist nicht nur, dass es sehr autoritäre Reaktionen gab und nur eine winzig kleine zusätzliche Art Nothilfe, Sozialhilfe von 350 Rand, ungefähr 20 Euro im Monat, sondern dass auch die ganz strikte neoliberale Austeritätspolitik, die südafrikanische Regierung betreibt, in der Pandemie fortgesetzt wird. Das sprich, dass die Budgets gekürzt werden, dass öffentliche Angestellte entlassen werden, dass staatliche Besitztümer verkauft werden. Und auch im Jahr 2021 wurde auch selbst das Gesundheitsbudget gekürzt. Und insofern wurden auch Community Health Worker entlassen, obwohl sie sozusagen gleichzeitig als Frontsoldaten ihren Dienst machen sollten. Und dann gab es Proteste in Eastern Cape, eine größere Gruppe, die entlassen wurde. Auch unter Corona-Bedingungen gab es Versuche zu protestieren, vor die Ministerien zu ziehen und Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und da, genau, es gab auch Widerstand gegen die Unsichtbarkeit, denn die Lockdown-Bedingungen machten es extrem schwer, eigentlich sichtbar, dass man sichtbar macht, was,
was konkret passiert, wenn Leute entlassen werden, wenn sie schlecht behandelt werden. Und so haben die Community Health Worker wirklich auch ein internes Fortbildungsprogramm organisiert mit Computer Literacy, digitale Kommunikation. Wir haben auch unterstützt mit nochmal Anschaffung von Computern und so weiter. Und es ist ihnen dann, sie haben auch dann angefangen, Webinare zu machen, auch digitale Seminare, wo sie über ihre Situation sprechen. Das darf man sich nicht kompliziert genug vorstellen. Das ist wirklich eine wahnsinnige Kraftanstrengung, denn nicht nur müssen alle die Sprecher in den Webinaren eine stabile Internetverbindung haben, damit sie überhaupt etwas sagen können, auch die Zuhörer, Zuhörerinnen in den armen Vierteln, in den marginalisierten Vierteln brauchen natürlich ausreichend Datenvolumen, brauchen auch stabiles Internet, um überhaupt zuhören zu können. Und die ganzen zivilgesellschaftlichen Netzwerke wie die C19 Coalition und das Community Health Worker Network haben immer vorher sozusagen Datenvolumen und an die Zuhörerinnen, die konnten sich registrieren oder auch das People's Health Movement, eine andere Partnerorganisation. Die Leute können sich registrieren und bekommen dann Datenvolumen, damit sie an dem Webinar mithören können. Aber es hat sich im Laufe der Zeit eine Praxis entwickelt, wie man so etwas organisiert, auch unter extrem vulnerablen Bedingungen, wenn man so will. Und der Widerstand gegen die Unsichtbarkeit ging nicht nur als Gesundheitsarbeiterinnen, sondern auch als Frauen, die auf vielfältigste Weise in dieser Pandemie, und das Wissen haben wir ja gesehen, weltweit, nicht nur in Südafrika, sozusagen an vorderster Front stehen, ohne und bestenfalls ein Beifall und Anerkennung bekommen, aber meistens gar nicht gesehen werden. Und sie haben dann zum Beispiel so eine Kampagne organisiert, auch Menschen in Frauen zu zeigen, die sich sehr aktiv in der Pandemie eingesetzt haben, von Community Health Workern über Aktivisten gegen Gewalt gegen Frauen. Oder auch Ärztinnen wie die Lydia Krenkos, die sich vom People's Health Movement, die sich für eine Basisgesundheitsversorgung eingesetzt haben. Aus dieser Widerstand, aus Vulnerabilität, über das Jule geredet hat, der kann auch nochmal ganz andere Dimensionen annehmen. Und zwar im Kontext der ganzen Impfapartheid, wie das in Südafrika genannt wird, dieser ungleichen, dieses Skandals der extrem ungleichen Verteilung in der Welt, wo es zwar eine Impfpriorisierung innerhalb der Nationalgrenzen gibt, aber keinerlei Impfpriorisierung global. Also wer sind die Vulnerablen, die eigentlich geimpft werden müssen? Wann müssten sie geimpft werden? Wir wissen alle, dass die Verteilung der Impfstoffe extrem ungleich ist, dass der globale Norden, ich glaube, inzwischen schon über 5-mal so viel Impfstoffe gekauft und geordert hat, wie er überhaupt Bevölkerungen hat, während zum Beispiel hier Länder wie Südafrika und auch andere afrikanische Länder gerade mal einige hunderttausend Impfstoffe bekommen haben und im Moment noch nicht mal maximal, ich glaube, 30-50% der ganzen Gesundheitsarbeiter geimpft haben. Und dabei sind die Gesundheits-Community-Health-Worker noch gar nicht dabei oder nur ein Teil davon. Hauptsächlich sind es die Ärzte und die Krankenschwestern. Dagegen hat sich in Südafrika auch eine ganz massive Widerstand entwickelt, nicht gegen dieses Patentsystem. Und habt ihr vielleicht schon gehört, den TRIPS Waiver, also eine Eingabe von Südafrika und Indien vor der Welthandelsorganisation, dass für die Covid-Impfstoffe das Patentrecht ausgesetzt wird, damit es auch weltweit flächendeckend global produziert werden kann. Und aus dieser ganzen Debatte und diesem Hintergrund heraus, und in der Mobilisierung der Communities und der
der zivilgesellschaftlichen Netzwerke haben sie beschlossen, eine People's Vaccine Campaign zu organisieren und das Thema der Impfungen sozusagen zu einem Thema der Mobilisierung und der Kampagne für gerechte Zugänge zu Impfstoff, aber auch gerechte Zugänge zu gesundheitlicher Versorgung zu machen. Und das Ziel dieser Kampagne ist, dass zum einen diese Budget Cuts, also die Kürzungen der Regierung in Frage gestellt, dagegen Widerstand geleistet wird, dass Impfstoffe als öffentliches Gut erklärt werden und dass es allen zur Verfügung steht, dass die Zivilgesellschaft an allen Treffen und Komitees und Planungen zu einer Impfkampagne mitbeteiligt ist und dass sie sich gegen die Desinformationskampagnen und Verschwörungsinformationen, die es auch in Südafrika gibt, in Bezug auf Covid-19 einsetzen, durch große Informationsprogramme, die sie auch auf der Community-Ebene machen. Denn der Ausgangspunkt ist, dass gerade, was ich vorhin schon gesagt habe, das ungleiche Gesundheitssystem, diese extreme Gender-Ungleichheit und auch der Impfnationalismus und die Rolle der Community Health Worker, die tatsächlich sozusagen die Verbindung zu den Communities sind, auf dieser Basis, deswegen wird es benötigt, so etwas wie eine Impfkampagne von unten. Und da gibt es jetzt überall Fortbildungen, Workshops, um das zu verstehen. Und das bedeutet nicht nur sozusagen zu mobilisieren, wie könnte eine Impfung umgesetzt werden auf der Community-Ebene, sondern auch sich dafür einzusetzen, dass überhaupt Impfstoffe zur Verfügung stehen. Aber auch die... Genau, denn eigentlich das, was wir natürlich jetzt mit dem Vortrag angestrebt haben, war ja ein Plädoyer für Vulnerabilität. Also statt als Ideologie der Messbarkeit, als etwas, was es als Universalismus zu verteidigen geht, dass nicht resilient sein müssen und trotzdem aber eine Eigenschaft, eine menschliche, die Notwendigkeit von Rechten, von Sicherungssystemen und von der gegenseitigen Anerkennung und Fürsorge ganz dezidiert verteidigt. Das bringt natürlich große Fragen auf das politische Parkett. Also was machen wir gegen die diversen Zurichtungen der kapitalistischen Gesellschaft? Was machen die mit uns? Wie können wir uns gegen sie wehren, in dem Wissen darum, dass wir eben nicht unverletzlich und unsterblich sind? Und wir möchten enden mit einem Blick auf eine militante Form der Widerständigkeit, deren Militanz sich nicht in brennenden Barrikaden äußern muss, aber kann, nämlich mit kollektiver Trauer als einem politischen Akt der Wut und Vulnerabilität. Und anknüpfend an Jacques Derrida hat Diana Manesi skizziert, wie der Kampf um eine offene und eine kämpferische Trauer um die Opfer von Morden, von rassistischen, von misogynen Morden und als Wut über diese Morde als affirmative Militanz benannt und konzipiert werden kann. Also als eine intersektionale, als eine laute Anklage wieder diese rassistischen, homophoben, femizidalen, polizierenden und tödlichen Gewaltformen. Und sie begreift die Trauer dann als politische Praxis wieder der Normalisierung von Nationalismus, von Autoritarismus, von Starre, die aus der politischen Verantwortung des kollektiven Erinnerns der Getöteten hervorgeht. Und natürlich auch den Kampf gegen die in der Straflosigkeit agierenden Mörder, aber auch die staatlichen und ökonomischen Strukturen mit einschließt, die hinter diesen Morden stehen. Und inmitten der Pandemie war Black Lives Matter natürlich eine Form des Militant Mourning, des militanten Trauerns, in Anerkennung der ultimativen Verletzlichkeit, die den öffentlichen Raum mitten in der Pandemie zurückerkämpft hat und transformatorisches Potenzial hatte. Und aus ihrer und unserer kollektiven Wut kann eine politische, eine emanzipatorische Kraft entstehen, von der wir denken, dass sie eigentlich die alte Normalität in den Boden stampfen könnte.
Und gleichzeitig ist es natürlich klar, dass es viel zu betrauern gibt in dieser Pandemie. Zuallererst natürlich die Verstorbenen, aber es gilt auch, die alte Normalität zu Grabe zu tragen. Und Alexander und Margarete Mütterlich schrieben ja, wo Verlust erlitten wurde, ist Trauer eigentlich die natürliche Konsequenz. Warum eigentlich? Ja, weil sich diverse Abwehrmechanismen immer wieder zwischen Verlust und Trauer schieben. Und eigentlich ist es ja langsam an der Zeit, die Idealisierung und auch die Identifikation mit der alten Normalität und deren Allmachtsangeboten zu lösen und sich auch aus der politischen Starre als Linke zu lösen und stattdessen vulnerageous zu werden, also vulnerabel und wütend und widerständig zugleich. Aber angesichts der multiplen Verwerfung der Pandemie ist es natürlich zu wichtig, sich allererst zu fragen, für welche Welt wir denn kämpfen, beziehungsweise für welche Welt es sich lohnt zu kämpfen. Genau, und mit dieser großen aller Fragen möchte ich eigentlich unseren Vortrag abschließen. Aber da wir natürlich jetzt leider eben nicht bei allem Wein, also es geht natürlich weiter noch mit der Diskussion, aber genau, normalerweise hätten wir Ihnen und euch jetzt an dieser Stelle auch nochmal Texte mitgebracht, unser Rundschreiben, es wäre klar, es hätte vielleicht schon ein Glas Wein gegeben, gibt es leider nicht und einige von Ihnen kennen Medico natürlich schon, wurden über den Verteiler eingeladen. Wir möchten jetzt darauf hinweisen, dass wir weitere Veranstaltungen in diesem Jahr planen zu psychosozialen Korrelaten der Pandemie. Wenn Sie und ihr Lust habt, weiterhin dafür dazu Informationen zu erhalten, mit uns im Austausch zu stehen, dann gerne an meine E-Mail-Adresse schreiben, die hier im Chat schon gepostet ist oder eben auf der psychosozialen Seite von Medico nachschauen. So, dann erstmal bis dahin schon mal danke für Ihre und eure Aufmerksamkeit und wir sind sehr gespannt auf potenzielle Fragen. Ja, vielen Dank an Julia und Usche für diesen sehr spannenden und sehr erkenntnisreichen, auch sehr abwechslungsreichen, illustrierten Vortrag.